Hallihallo, wir fahren mal heute hier auf Bremen-Oldenburg in den N-Wagen mit als Passagier und haben da jetzt hier unseren Spaß. Gucken uns mal ein bisschen die Wagen an. Ein bisschen in die Gegend angucken. Das hier ist unser Zug, der fährt um 11:15 Uhr ab. Dann würde ich sagen, steigen wir mal da ein. Na? Hier, die Baureihe 110. Wunderschön. Für uns geht es heute in die N-Wagen. Steigen wir mal hier vorne ein. Na, Tür zu. Okay, dann nicht. Ah, doch. Okay, was haben wir hier? Sicherheit im Zug. Bla 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 bla. Okay. Ui, ist aber ordentlich gefüllt hier. Ich hätte gern einen Wagen, der leer ist. Warum sind hier so viele Menschen? So viele Menschen. Ich glaube, es wird nicht besser, ne? Der ist ja komplett gefüllt. Na, dann laufen wir einmal komplett durch. Ah, das ist schon der Steuerwagen. Okay, dann setzen wir uns denn hin. Ist hier noch. Oh, hallo, ist hier irgendwo ein freier Platz? Kann man die Leute eigentlich wegverscheuchen? Psst. Kann ich mich einfach. Hallo, Entschuldigung, sorry. Hallo. Pardon, ich sitze gerade auf ihrem Kopf. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Hier hin. Da setzen wir uns jetzt mal hin. Auf einen Platz sitzen. Uah, da. Da beamen sich gerade noch die Personen raus. Okay. Ja, 2 Minuten noch bis zur Abfahrt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Zug abfährt. So, die Türen müssten sich jetzt eigentlich jeden Augenblick schließen. Jawohl, das tun sie auch. Und wir fahren mit einer offenen, nein, doch nicht, Tür. Dann bleiben wir mal hier in den Wagen. Sie haben aber sehr, sehr interessante Caps. Im gleichen Laden gekauft, oder? Was haben wir denn da? Intercities. Offener Tür sogar. Sechshundertzwölf N-Wagen. Also man kann sich ja fast schon vorstellen, wie man hier auf diesen Sitzen so ein bisschen hoch und runter hüpft. Jedes Mal, wenn es über irgendwelche Weichen geht. Die waren ja so richtig schön gepolstert. Waren ja keine Einzelsitze, waren ja richtige Sitzbänke. Das Fenster lässt sich halt leider nicht öffnen. Von der Geräuschkulisse her eigentlich ganz gut. Was mir auch auffällt vom beim ICE zum Beispiel, wenn ich da im Innenraum durchlaufe, dann habe ich FPS-technisch richtig wenig nur noch auf dem Bildschirm. Und hier bei den N-Wagen spüre ich aber ehrlich gesagt keine wirklichen FPS-Einbrüche. Das ist echt gut gemacht. Jetzt wird ein bisschen beschleunigt. Hier auch diese Brückenkonstruktion.
verlassen wir endlich Bremen. Das Einzige, was man sinnvollerweise in Bremen machen kann, ist verlassen. Okay. Stehen wir mal ein bisschen auf und gucken uns mal so ein bisschen um. Was so die Wagen zu bieten haben. Hier gibt es auf jeden Fall diese Klimakontrolle. Die funktioniert allerdings nicht. Also die ist halt nicht bedienbar im Spiel. Auch schön gemacht, wirklich. Also wenn man sich die Details so am Streckenrand jetzt mal anguckt, da hat man jetzt normalerweise nicht so das Auge für, wenn man. Seht ihr dieses Schiff? Offensichtlich seht ihr das, weil ich es ganz dick im Bild habe. Richtig schön. Gab es auf der anderen Seite auch was? Ja, ein bisschen. Also ich bin wirklich richtig begeistert von der Streckenausgestaltung. Ah, ich glaube, wir halten. Ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich mal aus. Es sieht wirklich sehr schön aus, wie die Leute hier rausspringen. Wupp. Wupp. Nicht schlecht. Auch hier. Ach, hier sieht es ein bisschen besser aus. Ja. Ich dachte, der hat nicht der Schaffner gepfiffen. Doch, ja. Okay. Hi. Diese Haare. Sie leuchten. Nicht mehr. Vielleicht hatte er gerade eine Erleuchtung. Mal
in der Tür bei TB0 nicht freischalten. Ja, TB0 ist, glaube ich, auch so ein Türsystem, das auch mittlerweile kaum mehr eingesetzt wird. Ne? Weil ich glaube, das Problem ist bei TB0, wenn man dann eine Freigabe gibt, dann können theoretisch die Türen auf beiden Seiten geöffnet werden, in Realität. Und das ist natürlich ein ordentliches Sicherheitsbedenken. So, wo ist der Bahnsteig? Die Tür geht nicht auf. Ich habe einmal am Bahnsteig entlang gesaust. Ah, sehr schön. Und einmal wieder rein. Ah, jetzt ist der Zug doch ein bisschen leerer geworden. Das gefällt mir. Hier ist sogar ein komplett freier Vierer. Meiner. Da ist sogar noch einer. Nee, da sitzt jemand. Tja. Krams. Hier in Heidkrug. Wieder ordentlich Geschwindigkeit auf. Was auch schön wäre, wäre, wenn man so ein bisschen Gepäckstücke noch da abgelegt worden wäre. Attention, n'est pas s'appuyer, zone d'ouverture de la porte coulissante. Habe ich verstanden. So, was steht denn hier? Ah, das sind extra nochmal hier die Sticker für die Leute, die keine Ahnung haben, wie diese Türen hier funktionieren. Wo sind wir hier? Delmenhorst. Hier in Delmenhorst. Ah. Wir können auch mal bis zur nächsten Haltestelle mal im Führerstand mitfahren. Moin. Wir gönnen uns mal hier eine kleine Mitfahrt, Frau Kollegin. Kollegin fährt ohne PZB. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann sie für sie anmachen.
was passiert? Weiß ich nicht. Hier, LZB. Fahr mal mit LZB. Ne, mach mal ohne SIFA. Niemand braucht SIFA. Jetzt ist die PZB an. Die Frage ist, was passiert jetzt? Kriegt sie da eine Zwangsbremsung? Wenn ja, dann könnte das Spiel sehr schnell vorbei sein. Okay, ja. Oh. Befrei dich. Also hier haben wir eine Mitarbeiterin, die eine Mitarbeiterin von DTG, die ganz gleich hier Dovetail Fashion Mode trägt. Sehr selbstbewusst. Der Hoodie gefällt mir. Würde ich auch tragen. Möchte mir allerdings nicht verraten, wo sie den gekauft hat und für wie viel Geld. Schade. Wo waren wir hier eigentlich? Heuenkamp. Also ich finde ja, ehrlich gesagt, modetechnisch das mit der Cap, naja, ich weiß es nicht, also, würde ich jetzt so nicht tragen. Zurück auf den Sitz. Aber nicht so gut.
Hier, das sind die Toiletten. Klappen leider nicht. Schalter für Schlusslicht. Gehen diese Sätze? Nee, die können wir nicht aufklappen. Auch Toiletten. Setzen wir uns mal hin. So, wo sind wir? Schierbrook. Also wirklich schön, dass wir diese Lok hier endlich im Spiel haben, ne? Das können wir, glaube ich, auch nicht bedienen. Also im Winter ist das ja, glaube ich, ganz schön angenehm hier in den N-Wagen. Wenn man die Heizung schön aufdreht, dann kommt hier richtig schön heiße Luft raus. Das ist ganz angenehm. Im Sommer ist es halt nur etwas schwierig dann ohne Klimaanlage so. Ja, weiß ich nicht. Für mich sind das eher Wagen, die ich im Winter fahren würde als im Sommer. Bahnsteig. Ich kann jetzt mal hier die Details am Wagen mal angucken. Also hier, das wirklich viel ausdetailliert ausgestaltet. DB Regio AG Baden-Württemberg aus Stuttgart. Sechsundneunzig Plätze. So, wo sind wir hier? Buchholzberg. Der Bücherholzberg. Das war ein sehr, sehr schöner Bahnhof, ja? Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut mit den Bäumen hier im Bahnsteig drin. Ich persönlich hätte ja lieber den Wittenberger Steuerwagen gehabt, ehrlich gesagt. Ich finde den etwas schöner. Zumal der, glaube ich,
von der Bauart her recht nah an der Baureihe 111 ist, meine ich. Ich glaube, der Führertisch vom Wittenberger ist an die 111 angelehnt. Ich finde ihn auch vorne ein bisschen schöner, aber gut. Was nicht ist, kann er noch werden. Wir haben ja jetzt M-Wagen. Insofern halte ich es nicht für unmöglich, dass dann nochmal irgendwie ein Lok kommt, ein Baulok mit M-Wagen und dann diesmal aber mit dem Wittenberger. Kann ja gut sein. Oder wir beenden die Folge auf eine andere Art. Wir probieren nämlich gleich, nachdem der Zug abgefahren ist, das hier einmal aus. Die Frage ist, in welchem Wagenteil wollen wir dann stehen? In diesem hier oder in dem anderen? Ne, wir bleiben mal hier in diesem hier stehen. Weil wir könnten vielleicht sogar noch einen Wagen weiter huschen. Leider ohne Steuerwagen. Wir sind schon recht groß, ne, als Person. Wir sind, glaube ich, locker 1,90, würde ich behaupten. So, Zug, fahr mal ab. Was heißt eigentlich das hier? Jetzt fahren wir gar nicht mehr. Ich will jetzt nicht aussteigen in dem Moment, wo die Türen dann geschlossen werden. Was ist das? So eine Art Unterstand vielleicht für Autos oder für Fahrräder. Mein Italienisch ist auch sehr, sehr gut. Attenzione. Non appoggiarsi, sondern di scorrimento porta.
Das heißt, nicht anlehnen, Öffnungsbereich der Schiebetür. Tja. Man erschreckt sich jedes Mal, ne? So, wir fahren. Dann würde ich sagen, Zeit noch ein bisschen Spaß und Unfug zu treiben. Ich würde sagen, machen wir das mal. Oh nein! Wir sind auch draußen. Nein! Ich will da rein. Nein. Toll. Können wir da noch rein in den anderen Zug? Ich habe eine Idee. Jetzt ist es richtig Zeit für Unfug. Steuerwagen ist da hinten, ja. Machen wir mal Folgendes. Ich stelle mich mal hier hin und dann nehmen wir mal die wundervolle Godmode zur Hilfe und nehmen uns mal eine Baureihe. Was nehmen wir denn? 143 vielleicht? Ne. Weil ich hätte gerne eigentlich nur 182. Ja, MRC. Perfekt. Okay. Dann. Warum machst du LZB-Geräusche? Dann würde ich sagen, versuchen wir mal ganz langsam anzukuppeln. Gibt's irgendwas, was ich übersehen habe, warum du jetzt nicht fährst? Machen wir die PZB wieder aus. Du müsstest doch eigentlich fahren. Moment. Okay, also ich habe die 182 nicht zum Laufen bekommen. Jetzt fängt es noch an, hier zu schneien. Die steht jetzt da hinten noch. Und ich weiß nicht genau warum. Aber wir versuchen das mal hier mit einer anderen Lok. Und zwar mit der 100. 43. Nehmen wir die aus Dresden-Riesa. Perfekt. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So, ich rüste kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir rangieren gerade ganz langsam an den Zug heran. Achso. So. Bis gleich.
Könnte vielleicht etwas zu weit zurückgesprungen sein. Naja, ich glaube, es geht nicht. Oder? Doch. Jawohl. Es funktioniert. So, was wir jetzt machen. Warte, ich muss in der Rückwärtsstellung. Warten, bis sich die Bremsen lösen. Geschwindigkeits wieder auf 1. Und jetzt fahren wir in die andere Richtung. Auf ein haltzeigendes Signal zu. Tja, auch nicht schlecht, oder? Das ist ja natürlich vollkommener Quatsch, was wir hier machen. Tja, liebe Fahrgäste. So schnell geht das. Na gut, mit diesem etwas schwachsinnigen Bild verlasse ich euch und wünsche euch alles Liebe und alles Gute.